Luke Skywalker begann seinen ersten Tag mit einem Bacta-Trank. Er schmiss sich auf sein Sofa und legte die Füße hoch. Mit der Macht schaltete er das abendliche Holoprogramm ein. Plötzlich klopfte es an der Tür. Die Macht umgibt uns. Sie durchdringt uns. Ich bin nicht da. Wer ist da? C3PO, Roboter-Mensch-Kontakte, zu Ihren Diensten. Luke rollte mit den Augen. Was zur dunklen Bedrohung willst du? R2-D2 wurde entführt. Ach, dieser kleine Droide bringt echt nur Probleme. Oh ja, darin ist er unübertroffen. Luke wusch sich die Hände und brach sofort mit C3PO in die Kantine um die Ecke auf. Hier trieb sich R2-D2 öfter herum. Die Atmosphäre war seltsam. Zwar spielten die Bith-Musiker wie üblich dasselbe Lied und kriminelle Gäste drohten wildfremden Leuten, jedoch waren diese Leute viel zu bunt für diese Gegend. 7 Zwerge mit roten Zipfelmützen tranken um die Wette und in einer dunklen Ecke handelte Roger Rabbit gerade mit 2 Studiobossen die Modalitäten für seinen nächsten großen Film aus. An der Bar saß Chewbacca, endlich ein bekanntes Gesicht. Aber anders. Sein Gesicht war nach vorn hin zugespitzt und irgendwie entenartig. Sicherlich einfach nur ein fieser Infekt. Hey, Chewie! Sag mal, alter Junge, hast du eine Ahnung, was mit R2 passiert sein könnte? Irgendwie siehst du heute gar nicht gut aus. Neue Frisur? Auf einmal bekam Chewbacca einen Hustenanfall. Irgendwie verstehe ich dich gerade ganz schlecht. 3PO, übersetz mal bitte. Sir, ich beherrsche über 6 Millionen Kommunikationsformen und dieses Gestatter ist mir nicht bekannt. Wir sollten uns besser von ihm fernhalten. Rückwärts entfernten sie sich von dem Wookie, der immer mehr das Aussehen einer Ente annahm. Nein, das sieht definitiv nicht gesund aus. Beim Hinausgehen stolperte C3PO über einen schwarzen Gegenstand. Sir, sehen Sie sich das an. Ist das nicht die Maske von Darth Vader? Was? Er ist doch gestern ums Leben gekommen. Sieh mal nach, ob drinnen steht, wem sie gehört. Da steht, ein Ring, sie zu knechten. Nein, darunter, was ist das? J. Lucas, 42 Wallaby Way, Sydney. Klingt nach einem Typen, der viel Scheiße baut. Dem sollten wir mal nachgehen. Von einem Sydney habe ich noch nie was gehört, aber wir können ja mal Meister Yoda fragen. Kurz darauf in Meister Yodas Hütte. Meister Yoda, R2-D2 ist entführt worden und wir haben diese mysteriöse Maske in seiner Stammkneipe gefunden. Aber mein Gott, was ist mit ihren Ohren passiert? Warum sind sie so groß? Damit besser den Willen der Macht ich verstehen kann. Und Meister, warum habt ihr so viele Arme? Damit besser den Willen der Macht ich begreifen kann, junger Skywalker. Aber Meister, warum die großen Augen? Damit besser den Willen der Macht ich sehen kann. Aber nun, shut the fuck up, you must. Meister, in diesem Helm ist eine Inschrift, die wir nicht deuten können. Könnt ihr uns helfen? Dort steht G. Lucas, 42 Wallaby Way, Sydney. Was denken du tust, Jar Jar? Yoda und Jar Jar haben sich nie getroffen. Sie waren wie 2 Bantas, die sich auch nie getroffen haben. Ja, ja. Hey, Yoda! Ja, ja. Ich hab keine Ahnung. Der Padawan hat recht. Nach Sydney dich begeben, du musst dann finden, deinen Druiden du wirst. So machten sich unsere Helden auf ins Outback, eine Diskothek. Und anschließend auf den Weg nach Australien. Ihr Weg führte sie über zahllose Raststätten mit wasserlosen Urinalen, vorbei an einem Elch im Scheinwerferlicht eines UFOs, der sich nackt vor einer Supernova räkelte. Mit Borstenstiel und Fliegerei kreuzten sie Betelgeuse und hatten plötzlich einen Anhalter im Getriebe, der versuchte, das Raumschiff als neue Spezies zu begrüßen. Endlich erreichten sie Sydney mit gutem Blick auf das Wahrzeichen, die Oper. Bei der Macht! Was ist denn hier passiert? Aber Sir, das ist doch kein Opernhaus. Definition Opernhaus. Ein Opernhaus ist ein Gebäude für Musiktheater, in dem vor allem Opern, Operetten und Ballette aufgeführt werden.
Sir, in der Regel handelt es sich heute um ein geschlossenes Gebäude, mit Ausnahme von Freilichtbühnen wie beispielsweise dem Théâtre Antique in Orange oder der Arena von Verona. Halt die Klappe, 3PO! Bei der Macht von Grayskull, das ist kein Opernhaus, das ist ein verdammter Tumor! In der Tat. Das ehemals imposante Opernhaus war gespickt mit Zinnen und Fähnchen am Türmchen. Und vor allem, es war bunt. Der Horror eines jeden Frank Gehrys, der Albtraum eines Ted Mosbys, der Traum von Hello Kitty. Ein verdammtes Disney-Schloss. Und in geschwungener Schrift stand in goldenen Lettern an der Klinge: G. Lucas! Wir sind richtig. Du klopfst und ich gebe dir Rückendeckung. Es scheint niemand da zu sein. Lass uns gehen. Macht! Türe öffnen! Türe wurde geöffnet. Macht war sehr effektiv. C3PO ist paralysiert. Er betrat das Schloss, ließ C3PO mit einem Paraheiler und Gutschein einer skrupellosen Fastfood-Kette zurück. Luke erreichte den Fuß einer pompösen, marmorierten, verzierten, polierten, vergoldeten, gigantischen, astronomischen, fantastisch einzigartigen Leiter. Er erklomm die ersten drei pompösen, marmorierten, verzierten, polierten, vergoldeten, gigantischen, astronomischen, fantastischen, einzigartigen Sprossen. Geil! Es ist eine Tonleiter. Oben angekommen erreichte er eine Tür mit einer goldenen Plakette. Darauf stand Endbossraum. Er bestach den Türspion und durfte auch mal reingucken. Innen bot sich ihm der Anblick eines gewaltigen Throns, auf dem ein unwahrscheinlich kleiner George Lucas saß. Ich habe dich bereits erwartet, junger Skywalker. Warum? Weil es im Drehbuch steht. Du würdest mich vermutlich gerne aufhalten. Nö, warum? Die dunkle Seite der Macht, alles sie vor uns verbirgt. Dunkle Seite der Macht? Mitnichten. Das ist die bunte Seite der Macht. Ich verticke Star Wars für ein Taschengeld an Disney. Deswegen werdet ihr alle zu Sklaven des Remakes. Nun, überzeuge dich von meiner Macht und Überlegenheit. Vader, umwandeln! Oh, Junge! Darauf freue ich mich schon den ganzen Tag! Hallo, Söhnchen! Vater! Was hat er dir nur getan? Kehre zurück ins Licht. Es ist noch nicht zu spät. Ich spüre deinen Konflikt. Es gibt keinen Konflikt. Aber Vater, deine Rüstung ist rosa und deine Stimme auch. Rosa ist das neue Schwarz. Sieh dir erst mein Lichtschwert an. Es war schwarz, wie George Lucas' Seele. Die Spannung, die urplötzlich in der Luft lag, war unerträglich. Vader und Luke starrten sich knurrend in die Augen. Mit einer eleganten Bewegung zog er sein Schwert und aktivierte es. Ein fesselnder Kampf entbrannte, den nicht einmal Routine lösen könnte. Für Frodo! Schrie Jürgen S. und trat Vader heftig gegen das Schienbein. Bei meinem Vater! Schrie Vader und stürzte in den Kernreaktor. Nein! Und so endete der Kampf mit offenen Handlungssträngen. George Lucas badete weiter in seinen Millionen. R2-D2 eröffnete mit Jürgen S. eine Modekollektion mit dem Titel Think Pink. Luke unterschrieb einen Vertrag für 3 weitere Filme. C3PO starb an der Eingangstür, nicht wissend, was er dort überhaupt sollte. Danke, wir waren super.